Okay, nochmal die ganze Fragerunde. Könnt ihr uns etwas über die anderen Gäste erzählen? Ich bedauere zutiefst. Dieser verwirrte Greis, der danach trachtet, das Andenken der drachischen Historie zu beschmutzen, und all diese anderen Langweiler, die können mir gestohlen bleiben. Okay. Euch selbstverständlich ausgenommen. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich mir mehr Gäste eures Schlags erhofft. Eigentlich bin ich nur hier, um meine Neugier über die neue Gefährtin des Barons zu stillen. Ah ja. Dann wird es euch freuen, dass wir auch diesen Wunsch teilen. Ich brenne sogar darauf, diese Mora kennenzulernen. Ah du hast sie verpappelt. Niemand, woher weiß er, dass die Mora... Weiß überhaupt jemand, dass die Mora heißt? Sollte ich euch etwas fragen? Sicher? Warum nicht? Könnt ihr mir etwas über den Baron erzählen? Der Baron kennt eine Vielzahl wichtiger Menschen um euch. Ich hatte gehofft, neben ihm noch andere wichtige Persönlichkeiten anzutreffen. Scheinbar haben die meisten entschieden, dem Bankett fernzubleiben. Ein Jammer. Ja, dürfte ich euch etwas fragen? Sicher? Warum nicht? Wie gefällt euch die Feierlichkeit? Dieses Bankett ist wie alle anderen im Kosch der letzten 100 Jahre furchtbar langweilig. Findet ihr nicht auch? Naja, es spielt gute Musik. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, mich zu langweilen. Ich habe Geschäftliches mit dem Baron zu besprechen. Natürlich. Welchen Grund könnte ein Mann eures Formats sonst haben, sich aufzuhalten? Ja. Verzeiht, edle Mann. Malgora de Incentio, wenn euch dieses Bankett so trist erscheint, weshalb seid ihr da noch hier? Eine berechtigte Frage. Es muss wohl die Neugier auf des Barons neue Konkubine sein. Wenn er ein solches Aufheben darum macht, muss sie etwas Besonderes sein. Ja, dürfte ich euch etwas fragen? Sicher? Warum nicht? Haben wir schon nach der Feierlichkeit dieses gefragt? Dieses Bankett ist wie alle anderen. Ja. Natürlich. Welchen Grund könnte Habe ich ein richtig Mann gehört? 100 Jahre? Ein kleiner Scherz, nichts weiter. Nur eine Anspielung darauf, dass sich in Kosch so gut wie nie etwas ändert. Doch wer weiß, manchmal liegen die großen Umwälzungen näher, als man sich erhofft. Ja, dürfte ich euch etwas fragen? Warum nicht? Habt ihr etwas Ungewöhnliches bemerkt? Worauf wollt ihr hinaus? Dass die Gäste unter einem Vorwand von der Terrasse gebracht wurden? Ja. Dass der Hofmagier des Barons etwas zu eilig durch die Flure eilt? Die sagt nur zwar was Nützliches. Dass ihr angeblich verspätet auf diesem Empfang erschienen seid, ohne offiziell als Gast genannt worden zu sein. Tülülü. Ich bitte euch, ihr werdet doch nicht andeuten wollen, dass ein verspätetes Erscheinen auf irgendeine Weise mit übereilten Schritten von Hofmagiern in Verbindung stehen könnte. Keineswegs, mein lieber Pfalzgraf. Was sollte ein aufrechter Mann wie der Baron von euch schon zu befürchten haben? Sagen wir einfach, ich habe eine lebendige Fantasie und lassen es dabei bewenden. Okay, dürfte ich euch etwas fragen? Sicher? Warum nicht? Jetzt schicken wir diese Hexe mal auf die Tratstadt. Wisst ihr, dass die Edelfrau vom Berg schlecht über euch redet? So, tut sie das? Was hat sie denn gesagt? Lasst mich überlegen, dass euer Kleid frivol ist und dass eure Haare aussehen, als wärt ihr in einen Sturm geraten. Ach, und allein euer Anblick wäre schon ein Affront. Äußerst aufschlussreich. Hab Dank. Ich werde mich mit dieser Mina wohl noch einmal unterhalten müssen. Doch wie empfindet ihr meinen Aufzug? Ich finde euer Kleid mit Ton euer feuriges Temperament. Ich möchte, aber mir gefällt euer Kleid auch nicht. Ihr könntet mehr aus euch machen, finde ich. Ach, ich solche Dinge anzusprechen, sollte den Leuten obliegen, die nötige Erfahrung haben, um so etwas zu beurteilen. Ardo? Nun, euch steht das Kleid hervorragend, werte Malgora. Und mein Haar wird nicht zerzaust. Selbstredend nicht. Ihr seht sehr reizvoll aus. Also, ich meine, sehr, sehr reizvoll. Ihr seid sehr schmeichelhaft. Nochmals mein Dank für eure Aufrichtigkeit. Sowohl was die Worte dieser Edelfrau vom Berg angeht, als auch eure Einschätzung meines Aufzugs. Ja. Gut. Sicher? Warum nicht? Ich wollte doch nichts. Habt nochmals Dank wegen eurer Ehrlichkeit bezüglich der Aussagen der Wirten vom Berg. Ich hoffe, der Baron taucht bald auf und bringt wieder etwas Stimmung in den Saal. So wie die Klatschen hier. Wohlgeborene Herrschaften, eure Respektabilität, geehrte Damen und Herren. Okay, handle mit Baron Dacin. Zu guter Letzt hat sich der Baron doch noch zu seinen Gästen bemüht. Nun war die Mora, die er seinen Gästen vorstellte, nicht die Mora, nach der wir suchten.
Da aber zumindest der Baron hier ist, sollten wir mit ihm verhandeln. Ich bin sicher, Arthur hat einige Fragen an ihn. Es ist mir eine außerordentliche Freude, heute so viele Gäste in meinen prächtigen Hallen zu empfangen. Ja. Ja, ich bin sicher. Ihr werdet mein verspätetes Erscheinen entschuldigen. Die neueste Errungenschaft meines Hauses beanspruchte meine Aufmerksamkeit. Wer kommt jetzt? Ohne Zweifel das schönste Geschöpf im Land. Sie erscheint nun, meine einzigartige Mora. Nun will ich endlich sehen, wer für das ganze Schlamassel verantwortlich ist. Seine Hochgeboren, Baron Dadjin von Nadoret. Dass Kuano nicht dabei ist, der wäre jetzt an die Decke gegangen. Oder schlimmer noch zum Baron. Komm, meine Mora. Ich denke, Vorgrim, wir sollten genau das tun. Ich will von Angesicht zu Angesicht mit dem Baron reden. Was zur Hölle? Da kommt eine Kuh. Der bringt eine Kuh aufs Backe. Okay. Nein, Wittemina, das sind nur Gerüchte. Es gab und gibt nur eine Favoritin. Meine Mora. Ja. Hallo. Ah, noch mehr Gäste. Ich erinnere mich gar nicht, euch eine Einladung gesandt zu haben. Ihr seid... Ardo vom Eberstamm. Interessant, euch endlich persönlich zu treffen. Ich habe schon viel von euch gehört, Dajin. Ah ja? Wer hat das nicht? Wie war doch gleich der Name? Vom Eberstamm? Ganz recht. Mein Name ist euch sicher im Zusammenhang mit Burg Rudes Schild ein Begriff. Oh, ihr seid der Hüter der Reichsinsignien. Was für eine verantwortungsvolle Aufgabe. Eure Familie steht wohl in der Gunst seiner Magnifizienz des Kaisers. Ja, tut es. So ist es. Treue und Ehre sind Tugenden, die in meiner Familie sehr hoch gehalten werden. Ich nehme meine Aufgabe äußerst ernst. Ja. Aber selbstredend. Ja, ihr müsst mir unbedingt mehr darüber berichten. Die Damen verstehen es sicher, wenn wir uns zurückziehen. Aber ohne die Kuh hoffentlich. Das kommt mir entgegen. Wir sollten ein paar offene Worte miteinander wechseln. Ich habe da einige Fragen. Laufen wir doch ein Stück gemeinsam, ja? Sicher zieht auch ihr bei dieser heiklen Thematik ein vertrauliches Gespräch vor. Eure Fragen werde ich mich umgehen annehmen, werter Pfalzgraf. Ja, ich habe jetzt mal auf Gehen umgeschalten, weil bis so wie der watschelt. Wer hätte gedacht, dass der Baron sich so bereitwillig Ardos Forderung öffnen würde? Er hat uns eingeladen, alles weiter in einer diskreten Umgebung zu besprechen. Versucht sich in seinen privaten Gebiechern, ob er wirklich bereit ist, die Krone herauszugeben? Nun, wir werden es nur herausfinden, wenn wir dem Baron folgen und mitten in die Falle latschen. Ja, wir haben uns in der Tat einiges zu sagen. Ja, definitiv fallen. Haben, dass euch Unrecht getan wurde. Doch dem ist nicht so. Ja, wir können das sicher aufklären. Deswegen seid ihr doch gekommen. Nicht wahr? Ich habe mir sagen lassen, dass ihr ein Freund von Ehrlichkeit seid. Ja? So werde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Okay. So. Hier können wir ganz ungestört sprechen, werter Pfalzgraf. In einem Gang. Na gut, Dajin von Nadoret. Ich beschuldige euch des Verrats an eurem Lehnsherrn, der Paktierung mit Verbrechern und der Anstiftung zum Diebstahl. Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Aber, es ist alles so vorgesehen. Ich muss nun mal den Grafen reif haben, wisst ihr? Denn ich wurde geboren, um diesen Titel zu tragen. Das versteht ihr doch. Auch ihr seid vom alten Adel. Okay, eine ganze Menge Truppen. Nur auf die Vollendung kommt es an, wisst ihr? Ihr denkt doch nicht, dass ihr mich aufhalten könnt, hier in meinem eigenen prachtvollen Schloss.
Da seid euch nicht so sicher, Dajin. Hochmut ist eine Eigenschaft, die schon ganze Kulturen zu Fall gebracht hat. Jo. Tja, ich habe den Eindruck, dass ihr mich unterschätzt. Oder habt ihr gedacht, dass eure Vorwürfe mehr Eindruck auf mich machen als eine Kuh? Ich könnte euch auf andere Weise beeindrucken. Ich wollte. Macht es euch nicht nachdenklich, Dajin, dass wir bis hier gekommen sind? Ich muss schon sagen, ihr seid recht hartnäckig, hm? Aber ihr werdet hier so nah bei meinen Gästen doch kein Blutvergießen anrichten, werter Pfalzgraf. Nein, ich setze meinen Namen nicht für jemanden wie euch aufs Spiel. Ja, das dachte ich mir schon. Nun denn, Wachen! Entwaffnet die Herrschaften, eskortiert sie in meinen Kerker und findet eine schöne, geräumige Zelle für sie, ja? Ado? Lasst es geschehen. Hier ist nicht der Ort für einen Kampf. Dajin, erinnert euch an meine Worte. Eure Gier wird noch euer Verderben sein. Ja, natürlich. Ich habe nun eine Verabredung mit dem Herrn Magister. Es wäre unhöflich, ihn warten zu lassen nach allem, was er für mich getan hat. Ich empfehle mich nun. Okay, wir sind im... Ja, toll. Guten Tag, die Herrschaften. Wie ihr schon gemerkt habt, gibt es bei mir hier unten eine strikte Kleiderordnung. Ja. Je ordentlicher das Benehmen, desto frischer das Essen. Herumlärmen und sonstige Scherereien werden mit Hungerleiden geahndet. Und lösen sich so von selbst. Okay. Da ich ein großzügiger Mann bin, gebe ich Neulingen immer einen Vertrauensvorschuss. Hier, in diesem Eimer. Ach ja, und versucht das gar nicht auszubrechen. Dieses Schloss ist mit bloßen Händen nicht zu knacken. Und die Wände sind viel stärker als eure Verzweiflung. Okay. Rautskrone. Oh, Ado ist aus der Gruppe getreten. Was für ein Charakter. Das Vertrauen des Kerkermeisters beschert uns gammelige Fische. Ja. Ado, ich habe den Eindruck, dein Plan ist nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert. Der Baron denkt nun, uns handlungsunfähig gemacht zu haben. Das gibt uns die Gelegenheit, weiter nach der Krone zu suchen. Diese Gitter werden uns nicht lange halten, Freunde. Das klingt, als hättest du schon eine Idee, wie wir hier rauskommen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Die ganze Aufregung könnte dazu führen, dass mein Herz versagt. Eure Hilferufe würden den Kerkermeister sicher in die Zelle locken. Lasst uns noch schauen, ob wir irgendwie Waffen improvisieren können. Sag mir, wenn du bereit bist. Okay. Befreie euch aus dem Kerker. Fischeimer. Was? Verbogene Blätter? Ah, verborgene. Und wieder sitze ich hier und schreibe meine Geschichten auf. Mir geht es schlecht, der Fisch ist ungenießbar und stinkt. Warum müssen die Wachen auch immer alten Fluschfisch servieren? Wenn ich an den Fisch nur denke, kommt mir jedes Mal die faule Geschichte hoch, wegen der ich hier sitze. Orbert und Blumenfold haben mir diese Sache eingebrockt. Zusammen mit diesem zwergischen Geldverleiher Giertasch. Das ist mir jetzt klar. Sie haben mich angeschwärzt bei dem Baron, dass ich etwas mit dem Tod seiner Schwester zu tun haben solle. Jetzt, wo ich weg bin, werden sie leichtes Spiel haben, ihre Karrieren voranzutreiben. Während ich nun auf meine Hinrichtung warte, wird Blumenfold wohl befördert werden. Orbert kann weiterhin seine krummen Dinger im Hafen drehen. Und dieser Giertasch wird sich den gefälschten Brief, wegen dem ich hier sitze, bestimmt teuer bezahlt haben lassen. Die anderen Zellen sind über Jahre verblichen und unleserlich geworden. Toll. Ach ja, ich kann ja wieder auf Laufen umschalten. Und wir tragen ein Leinenhemd. Schnell wieder anziehen. Bei Fairy sieht das wahrscheinlich etwas besser aus, wenn sie das ablegen würde. Gut. Fisch. Stockfisch, Einhandhiebwaffe, stinkender Fisch. Zweihandwaffe. Okay.